der Kaktus draußen und drinnen im Kulturzentrum Gems in Singen, da sind um die 200 Menschen. Sie sind zum ersten Rudelsingen in die Stadt gekommen und die meisten davon waren Frauen. Am Anfang sind meistens Frauen da und dann mit der Zeit gleicht sich das immer mehr aus. Aber am Anfang glaube ich, Frauen haben vielleicht weniger Angst, sich zu blamieren. Die wollen einfach nur Spaß haben und singen tun sie total gerne. Dann passt es sehr gut. Mit der Zeit, wie gesagt, kommen auch immer mehr Jungs dazu. Und dann vor allem, wenn sie hören, dass wir auch rockige Sachen spielen, dann sind die auch gerne dabei. Dabei bei dieser Veranstaltung sind aber auch die drei Musiker, die ihre Instrumente und Stimmen bravourös beherrschen. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, liegen da unter verborgen und dann würde das uns groß und richtig erscheinen, plötzlich wichtig und klein. Auch das Repertoire, das sie beherrschen, scheint geradezu riesig. Viele Sprachen scheinen keine Herausforderung darzustellen. Es ist so, dass wir im Schnitt die Hälfte der Songs sind deutsch, die andere Hälfte meist englisch natürlich, aber auch manchmal italienisch, sogar auch mal französisch was dabei. Oder spanisch, heute haben wir ein spanisches Lied dabei. Und von einem ganz alten Volkslied, wir machen heute noch eins aus dem 17., 18. Jahrhundert, bis, was ihr gehört habt, Tage wie diese, aktuellere Songs. Tja, die Zeit. Manch eine der offensichtlich Vergnügten hat sich am Ende der überaus begeisternden Veranstaltung Rudelsingen gefragt, wie lange man auf ein folgendes warten muss. Es ist ein toller Abend und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das nächste Mal ist am 8. Mai und ich kann jetzt schon sagen, da haben wir ein komplett anderes Programm dabei. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter.